Herzlich willkommen zum Erklärvideo zur Methodenkarte Themensammlung mit Journal++. Wenn Sie das Programm Journal++ aus dem Hub installiert haben, müssen Sie es natürlich starten. Das können Sie entweder über die Suchleiste rechts neben dem Windows-Symbol tun, indem Sie hier schlicht ein X eingeben, dann finden Sie es schon, oder Sie klicken direkt auf das Windows-Symbol und geben hier ebenfalls ein X ein. In beiden Fällen erscheint Journal++ ganz oben. Durch einen Klick der linken Maustaste starten Sie das Programm. Wenn das Programm nicht im Vollbild startet, können Sie das bewirken, indem Sie den mittleren Kasten oben rechts klicken, maximieren und das Programm erscheint im Vollbildmodus. Um eine Grundform zu zeichnen, wird zunächst die Stiftfunktion ausgewählt. Anschließend wird das Dropdown-Menü neben dem Quadrat angeklickt und die Form, zum Beispiel eine Ellipse, ausgewählt. Diese kann nun durch Ziehen mit dem Stift oder der Maus bei gehaltener linker Maustaste erzeugt werden. Sie können natürlich beliebig viele dieser Objekte erzeugen und auf dem Blatt positionieren. Die Grundform kann nun handschriftlich oder getippt über die Funktion Text beschriftet werden. Wird ein Text getippt, kann die Schriftgröße in der Werkzeugleiste angepasst werden. Auf diesem Weg können nun nach und nach neue beschriftete Grundformen erstellt und beschriftet werden. Die Beschriftung sowie die beschrifteten Grundformen selbst können, je nach Bedarf, durch die Funktion Rechteck auswählen oder Bereich auswählen oder Objekt auswählen ausgewählt und verschoben werden, um eine sinnvolle Strukturierung der Inhalte durchzuführen. Die beschrifteten Grundformen können abschließend durch weitere Grundformen, wie zum Beispiel Linien oder Pfeile, miteinander verknüpft werden, um beispielsweise Mindmaps zu erstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.